Ja, hallo liebe Minecraft-Freunde und willkommen in einer neuen Aufnahmesaison. Ja, und zwar sind wir diesmal ganz woanders als da, wo wir aufgehört haben. Das hat auch einen Grund, den man hier auch schon erkennt. Ich habe nämlich mal eine kleine Zeit genutzt, um hier mal quasi, ja, off-cam, so möchte ich es mal nennen, mal einen kleinen Weg zu bauen und auch mal ein bisschen Berechnungen anzustellen. Da kommen wir aber später noch zu den Berechnungen, die ich hier angestellt habe. Sondern wir laufen jetzt einfach mal den Weg ab. Die Leute, die jetzt natürlich erst einschalten, die wissen gar nicht, was los ist. Hä? Wieso baut er denn da mitten so einen Weg hier so, da durch einen lustigen Wald? Ja, einfacher Grund, die Leute, die es gesehen haben und verfolgt haben, wir haben nämlich eine Mine gefunden bei so einer Ravine, und zwar wie durch so einen Zufall. Wir sind ja hier irgendwo rausgekommen und haben dann gesehen, so, ach Mensch, cool, da steht doch unser Bunker da hinten. Ja, okay, da waren wir auf dem Baum drauf, da müsste doch noch irgendwie so ein Cobblestone sein. Definitiv habe ich hier bei mir dann überlegt, ich muss was machen, einen besseren Weg, sodass wir diese Mine nicht verlieren. Wir erinnern uns, hier sind ja noch diese zwei Steinchen, die wir gesetzt haben in der letzten Aufnahmeseason. Und hier irgendwo sind wir ja dann auch rausgekommen. Ich glaube, hier genau, da war die Brücke gewesen und hier habe ich mich hochgebuddelt. So war das. Und dann sind wir hier rausgekommen und dann waren wir hier oben, glaube ich. So, genau, hier haben wir es markiert und da haben wir dann den Bunker gesehen und haben festgestellt, krass, was ist denn da los? Hier gleich bei uns nebenan ist ein, ja, eine Mine. So, und die Mine, die eine verlassene natürlich, ne? So, die wollen wir natürlich auch haben. Deswegen habe ich mir jetzt einfach mal erlaubt, hier mal so ein paar Stufen runterzubauen. Ganz vorsichtig, provisorisch natürlich nur. Ja, sind mir ein paar Stufen ausgegangen, deswegen stehe ich auch über ein paar Werkbänke rum. So, und wenn man jetzt hier runter geht, ist man quasi schon unten von dieser Schlucht. Hui, sieht aber gewaltig aus. Dave, da oben ist Kohle. So. Und ja, so sieht es quasi hier dann jetzt aus. Also das ist jetzt alles noch nicht großartig gemacht. Wie gesagt, nur provisorisch. Ja, die Monster klauen hier auch schon wieder rum. Und jetzt sehen wir hier schon. Aha, da ist die Mine. Ja, also können wir jetzt hier runtergehen und die in theoretisch können wir die jetzt hier erforschen. Genau bis zu dieser Stelle war ich gewesen. Und da alles, was da hinten ist und da 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 ist und da, das habe ich alles nicht gemacht, weil das wollte ich mit euch zusammen machen. Ist ja logisch. Ist zwar jetzt nicht wirklich Bestandteil direkt mit dem Let's Build Bunker. Aber es hat schon was damit zu tun, weil, wie gesagt, in diesen Mineshafts, also hier in diesen verlassenen Minen, da gibt es natürlich auch Kisten. Und da ist die Wahrscheinlichkeit gar nicht so selten, dass wir hier Melonenkerne kriegen. Und die haben uns ja noch gefehlt. Und deswegen die Idee, und ja, natürlich ist es auch immer ein bisschen Abwechslung und ja, Rohstoffe, da sehen wir zum Beispiel hier Erze und so, hier Eisen, ne? Also, das ist schon ganz cool. Und deswegen hab ich das gemacht. So, aber das erkunden wir nicht in dieser Aufnahmeseason, sondern das machen wir dann in der nächsten vielleicht, wie gesagt. Jetzt haben wir das auf jeden Fall so hinbekommen, dass wir das auf jeden Fall wiederfinden. Das können wir auch später alles hier verschönern, wenn wir jetzt sagen, okay, die Mine, die sieht cool aus, da können wir was draus machen. Dann können wir das gerne machen, da bin ich bereit zu. Ich will das jetzt hier nicht nur so, ja, primär fokussieren auf den Bunker. Natürlich können wir, wenn der Bunker fertig ist, uns auch hier ausbreiten. Also egal, ob wir 1000 Folgen machen oder 2000 oder so, keine Ahnung. Das können wir machen. So, und noch ein Grund, warum ich das gemacht habe, ist ganz einfach. Ich habe mir jetzt mal die Entfernung ausgemessen von dem Eingang. Also ich habe ja gesagt, wenn man von hier steht, sieht es ein bisschen mager aus im Verhältnis zu dem gesamten Bunkerkomplex. Tatsächlich ist es zentriert, es sah ja anfangs nicht so aus, aber ich denke, es ist trotzdem in Ordnung, dieser Eingang. Ich habe auch extra nochmal auf den Fotos geguckt und habe das hier mit den Fenstern genau abgemessen. Quasi brauchen wir 11 Steine vom Bunker aus in diese Richtung, wenn wir diese Straße hier auch mit dem Granit auf der Seite so haben wollen, und hier natürlich Spielraum. Folglich müssen wir auch 12 Blöcke quasi uns entfernen von dieser Seite hier, von der Nordseite, vom Nordflügel. Und das wäre dann quasi hier da hinten, das waren ja zu Kraut und Rüben. Deswegen machen wir erstmal hier, das wäre genau an dieser Stelle, da wo ich jetzt auch meine Fackel mit euch positioniere. Und jetzt fangen wir im Prinzip an, dieses ganze Gelumpe hier in dieser Aufnahmeseason abzutragen. Aus diesem Grund habe ich auch schon eine Diamantenschaufel mir gemacht, weil die auch noch ein bisschen länger hält. Und wir sind auch schon voll dabei hier. Und nun werden wir hier ganz cool, ich hoffe nicht, dass wir hier zu sehr gestört werden von den Monstern, werden wir jetzt anfangen, hier den ganzen Kram abzutragen, um auch hier die Straße zu machen und auch den Eingang zu bauen. Das Schöne an dieser Sache ist, von dem Nordflügel, dass wir hier auch schon den polierten Andesit gesetzt hatten als Fußboden. Was bedeutet, wir können auch jetzt schon vorhersagen, wo das Treppenhaus hinkommt. Nämlich einmal da und da hinten.
also da auf der anderen Seite quasi, genau gespiegelt. Das wird unser erstes Treppenhaus sein, was dann in die höheren Etagen dann kommen wird. Das war natürlich so dann auch der angenehme Nebeneffekt, dass wir mit der Seite hier anfangen. Eieieiei. Ja, die werden uns jetzt öfter über den Weg laufen, weil ich werde jetzt hier die Nacht auch nutzen. Bin noch ein bisschen faul, ich habe jetzt keine Lust runter pennen zu gehen. Aus dem Grund machen wir das so. Zack, zack, zack. Das geht ja hier mit Diamant relativ schnell. Da knurrt auch schon der nächste Zombie. Und da kommt er auch schon. Da kriegt erstmal eine Schaufel um die Ohren. Da kommt ein bisschen Schwert, komme ich erstechlich und tschüss. Ja, ist natürlich jetzt ein bisschen nervig. Ich könnte auch auf Peaceful stellen, aber ich denke, ist der Reiz auch ein bisschen, das Ganze so zu machen. Weiß ich nicht, wie lange das dauert. Ich meine, wir haben ja schon Erfahrung mit dem Abtragen, nicht wahr? Da kennen wir uns auch schon ein bisschen aus. So, jetzt habe ich mich, glaube ich, sogar schon wieder verzählt, oder? Weiß ich gar nicht. Keine Ahnung. Ja, so, prima. So. Dann mal schon das Stück. Die andere Seite kümmern wir uns dann später drum. Machen wir erstmal hier dieses Stückchen weg. Dann haben wir schon mal eine ganze Menge. Dann sehen wir auch schon mal ein bisschen begradigt, wie das dann aussieht. Ist ja auch vom Vorteil. Ja, also quasi eine Abtrage-Season wird das jetzt hier. Und bin mal gespannt, wie viel wir jetzt schaffen insgesamt. Das Inventar ist verhältnismäßig leer, also da passt auch einiges rein. Und einer schießt hier. Schießt ja von oben, von unten. Ach, der steht da. Avantgarde! Hey! Jo! Nur noch Kraut und Rüben übrig. So. Ja, also da müssen wir mal einfach mal schauen, wie das dann im Endeffekt aussieht. Aber es wird schon richtig geil aussehen. Ja, das ist ja Wahnsinn. Jetzt hier mit den Monstern. Ja. Zack, zack. Die können gerne mal ein bisschen helfen von mir, anstatt mich hier zu belästigen. Ja, so sind die Monster. Ja, und wie gesagt, also mit der Mine, dass ich die jetzt nochmal gefunden habe, oder dass wir die zusammen gefunden haben, nach unserer letzten Season, war dann auch nochmal so ein Antrieb, wo ich gesagt habe, cool, da kann man jetzt noch mehr Abwechslung reinbringen und somit wird es nicht mehr so eintönig und wird natürlich wieder richtig spannend werden. Gerade in so einer alten Mine ist das immer wieder interessant auch. Und da freue ich mich richtig, die auch schon zu erforschen mit euch. Und bin mal gespannt, ob wir anstatt von dem Dschungel, den wir ja bis heute noch nicht gefunden haben, vielleicht auch mal ja, die Melonenkerne aus den Kisten abgreifen können, wenn da welche drin sind. Das wäre doch mal richtig interessant. So. Ja, jetzt müssen wir auch gleich durch sein. Wenn ich das so richtig sehe, weil das ist schon der andere Weg. So. Na? Ja, einfach reinbuddeln hier. Ja, man kann ja auch mal ein bisschen plaudern jetzt über Sachen, die jetzt nicht zwingend was mit Minecraft zu tun haben. Natürlich ist es immer am besten, wenn man jetzt hier in so einem Let's Build, wie auch in einem Let's Play, über Minecraft quatscht. Das ist natürlich passend. Aber man kann auch natürlich über andere Sachen reden. Und ich würde gerne mal ein bisschen über den Sommer philosophieren, der ja auch voll im Gange ist, immer noch. Jetzt hatten wir zwar ein paar, na, ich will mal sagen, kühlere Tage gehabt. Aber jetzt hier zu der Zeit der Aufnahmeseason ist schon wieder, wo ich sage, es sieht so aus, so wie ob es schon wieder ein bisschen wärmer wird. Ja, also ich muss sagen, als Fazit, ich weiß, der Sommer ist wie gesagt noch nicht vorbei, finde ich aber schon, dass im Jahre 2015 der Sommer wesentlich heißer und auch intensiver war als 2014. Das ist irgendwie so meine persönliche Meinung, die ich jetzt über den Sommer habe. Weil letztes Jahr, da war ich auch so, wie ich gesagt habe, ja Mensch, ja eigentlich war das ja jetzt eigentlich gar kein wirklicher Sommer gewesen. Ja, so kam mir das, es war mir einfach irgendwie, ja, nicht warm genug und dann hat es zu oft geregnet, zu viele Regentage und so. Und ja, da bin ich doch ehrlich gesagt mit diesem Jahr hier richtig zufrieden. Und ich bin mal gespannt, also wirklich richtig gespannt, ob es auch mal so einen richtigen Spätsommer geben wird für uns. Da, wo man dann auch nochmal so ein bisschen rausgehen kann, vielleicht im Park da mal ein Bierchen trinken oder so, ne? Das ist auch ganz cool, weil bei diesem sehr heißen Wetter finde ich so, ja, da habe ich mich sehr oft erwischt. Da war ich dann doch Mittagsschlaf machen oder irgendwie mit dem Ventilator oder so halt, ne? Oder,
Ja, hat man sich halt im Schatten aufgehalten, in der Wohnung vom PC oder so, gut gekühlt, Eis gegessen in der Wohnung anstatt draußen. Also das sind so eine Sachen halt, ne, weil es einfach zu warm dann auch war. Huch. Also, ja, also so habe ich das wahrgenommen. Also Fazit, Game Gespenst ist mit dem Sommer 2015 sehr zufrieden. Hatte sogar einen Sonnenbrand. Krass, aber es passiert. Also auch durchaus hier in Deutschland möglich, dass man einen Sonnenbrand kriegt. Oh, krass ist das hier. Hoch. Müssen wir alles noch abtragen. Ja, ne? Also deswegen könnt ihr mal in die Kommentare reinschreiben, ob ihr auch fandet, dass der Sommer 2015 besser ist als, oder besser war, ne, als 2014, was in der Vergangenheit liegt. Bin mal gespannt, ob mir das so vorkommt oder ob ihr das auch so seht. Hm. Kann gerne nächstes Jahr wieder so sein. Hätte ich kein Problem mit. Bin ja eh so ein Sonnenfreund und Sonnenfanatiker. So diese ganzen düsteren Monate und so, das ist mir immer zu... Ja, zu depressiv, ja. Ich traue mich ja jetzt schon vor dem Herbst, ja. Wenn dann wieder so alles so, ach, nee, das muss nicht sein. So, jetzt nehmen wir alles mit. Ja. So, ein bisschen Hunger habe ich auch gleich. Ich muss da mal ein bisschen was essen hier, so ein paar Kartoffeln. Ich habe ja noch Ofenkartoffeln im Inventar. Die sind noch übrig geblieben vom letzten Mal, da haben wir ja nicht so viel verbraucht. So, dann schauen wir einer an hier. Da haben wir ja schon mal ein ganzes ordentliches Stückchen jetzt hier abgetragen. Es geht ja doch mit Diamant recht fix. Und schon wieder sind wir beim Thema Minecraft. Ja, irgendwie, da kann man immer wieder schön hoch. Das hat da mal kurz einen Schluck aufgehabt. So. Hm. Ja, so eine ganze Menge hier, die abgetragen werden muss. Ich würde sagen, jetzt machen wir einfach nochmal hier weiter. Mal diese Reihe. Hoch hinaus. Lalalala. Ja, ich weiß noch gar nicht, was wir mit der Erde machen wollen. Natürlich können wir die benutzen, um irgendwas auszufüllen, Terraforming zu betreiben. Deswegen hebe ich die auch auf. Wir haben zwar in den Kisten unten, da ist noch genügend drin an Erde. Aber ja, ich nehme jetzt erstmal immer mit, weil man weiß nie, wann man die gebrauchen kann, um irgendwas auszuhöhlen, Löcher zuzumachen, hochzubuddeln, begradigen. Dafür ist das wirklich immer prima, die Erde. Ja, so. Zack, zack, zack. Und es wird auch langsam wieder ein bisschen heller. Auch gut. Dann sind wir das Monsterproblem schon mal wieder los. So. Ach, da oben ist der Turm. Also wie wir sehen, haben wir das schon im Vorfeld doch recht gut ausgemessen. Müsste sogar, glaube ich, dann der 12. Block sein, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Na? Ja, der grenzt an, ist der 12. Block. Oder der 13. Ne, 13. Ist der 13. Block. Ja, der 12. ist der hier. Prima. Also haben wir das auch sehr gut abgemessen. So sollte das funktionieren auf dieser Seite. Ja, das sind ja gar kein Ende hier. Ja. Oh. Jo. Wir hinterlassen eine ordentliche Spur. Wundert mich nicht. Was ist denn hier los? Ach so, das ist der Weg. Ich dachte gerade, was ist denn das schon wieder? Oh. Ja, da ist Wasser, ne? Da müssen wir mal zumachen. So, es geht weiter. Also ich glaube, da war da irgendwo eine Werkbank, oder? Ja, da. Wir werden uns jetzt mal eine Kiste hier in den Wald reinzaubern. Könnt ihr die auch direkt... Ach, das ist ja auch wieder... Ja. Ja, nee, ist klar. Ey, das ist hier dermaßen verstopft hier. So. Ach so. Oh. Herrschaftszeiten. Herr Gamegespenst, konzentrieren Sie sich mal ein bisschen. Also ich glaube, ich brauche unbedingt einen Kaffee. Sag mal, habe ich das nicht gerade umgewandelt oder kam mir das nur so vor? Ah, nee, hier, so. Ich wollte schon sagen, also, das wäre ja ein Ding gewesen, ne? Was ist denn nun schon wieder? Jetzt fehlt, oh Gott. Herrschaftszeiten hier, das darf doch wohl alles nicht wahr sein, aber na egal, jetzt haben wir zumindest erstmal eine. Ist ja auch in Ordnung so, das Blümchen, das schmeißen wir jetzt hier hin. So, und wo will ich die denn hin positionieren? Hier an den Baum ran hier oder was? Komm, wir machen das mal hier an den Baum ran. Hier stellen wir jetzt einfach mal so eine bescheuerte Kiste auf. Da wo wir einfach mal das Inventar ein bisschen, so, stellen wir die hier mal an den Baum ran. Jetzt können wir meinen ganzen Krempel hier, also hier die ganze Erde zum Beispiel, die werde ich jetzt einfach mal alle da ganz frech hier reinmachen.
Da wird wahrscheinlich gleich eh wieder neue dazukommen, da bin ich ziemlich sicher. So. So. Und so, das ist schon die erste Reihe voll. Ja, 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 das ist hier alles. Das ist dann hier so eine Erdkiste. Ja, mein Gott. Wir sammeln jetzt auch gleich den ganzen anderen Krempel dann da ein. Hier das Ei, das können wir auch noch reinpacken. Die Blümchen können wir da reinpacken. Hier die Samen können wir da reinpacken. Gut, die Steine da, die heben wir auf. Es ist jetzt hier übrig geblieben. Das können wir auch gleich nochmal umwandeln. So. Ah ja, hier Kies, mein Gott. So. Ja. So, und hier, die wandeln wir einfach mal eben schnell um. Dann machen wir Stöckchen draus, die brauchen wir eh. So, da ist auch wieder ein Slot frei. So, und dann werden wir mal gucken, dann sammeln wir mal den ganzen Krempel da ein, den wir da hier schön, ja, nicht mitgenommen haben. Achtung, kommt jetzt gleich eine ganze Menge dazu. Plop, 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 das ist das Inventar gleich wieder voll. Aber wir haben wieder mal nichts verschenkt. So soll es sein. Alles mitnehmen, sind Jäger und Sammler. Hier zum Beispiel Andesit, den können wir sehr gut gebrauchen. So. Klasse. So, dann können wir auch gleich weitermachen. Theoretisch mit Steine. So. Ja, Diamant, wirklich geiles Material. Hält sehr lange, geht sehr schnell, ist prima. Nur leider ein bisschen kostbar, ne? Beim letzten Mal hatten wir gar nicht so viel Glück gehabt, fand ich, mit den Diamanten. Ich meine, man ist immer froh bei jedem Diamanten, den man findet. Aber wie gesagt, in anderen Maps hatte ich doch schon irgendwie das Glück gehabt, ja, mehr Diamanten zu finden. Wobei ich auch hier sagen muss, ich habe jetzt nicht intensiv gesucht. Also das war jetzt ja nun auch eigentlich mehr so, komm, wir buddeln uns da einfach mal irgendwie durch ohne System. Irgendwann kommt dann schon ein Diamant. Letztendlich war es ja so gewesen, ohne da, wie gesagt, eine Struktur reinzubringen. So richtig professionell meinen, ist ja dann doch schon, ja, besser, ne? Und auch effizienter vor allen Dingen. Können wir ja dann auch nochmal irgendwann machen, aber jetzt haben wir ja erstmal noch genug. Weil ich will so ein bisschen zu Potte jetzt hier kommen. So, dass man mal so ein bisschen mal wieder, ja, was Neues sieht, eine Veränderung. Wir haben zwar wirklich schon ordentlich Veränderung, ja, realisiert. Allein jetzt hier durch diese Straße, da werten wir natürlich diesen ganzen Spaß hier so ein bisschen auf. Wo sind die? Hier. So, und dann, oh, jetzt hat er gerade einen Schluck auf. Ja. Also man sieht ja schon, was jetzt alleine hier schon die Fläche, die wir jetzt hier gerade eben haben. Also wir haben jetzt gut knapp 20 Minuten in dieser Aufnahme-Season. Das heißt also die erste, ja, erste Folge. Ich mache ja immer 25 Minuten im Durchschnitt. Und da sehen wir schon hier diese ganze Fläche hier im Prinzip. Das ist ja schon ordentlich mal wieder, was wir da jetzt mitgenommen haben. Ja, was hiermit passiert dann letztendlich, das weiß ich auch nicht. Also das müssen wir dann nochmal überlegen genau. Ob wir das dann auch angleichen oder nicht, das ist eine große, ja, eine gute Frage. Da wo ich jetzt, mache ich erstmal hier einen Stein rein. So. Also das weiß ich noch nicht. Ich bin da noch ein bisschen unsicher. Naja, mal gucken, wo uns die Reise hinführt. Ich werde jetzt erstmal hier weitermachen. An unserem Bunker bis zum anderen Ende. Und da müssen wir natürlich dann logischerweise auch wieder abzählen. Also wieder 12 Blöcke. Ja, wie gesagt, die Eingänge sind auf jeder Seite. Ne? Ist da gerade was runtergefallen? Nee, sah so aus. Ich dachte gerade, da ist ein Creeper runtergefallen oder so. So. Einfach mal hier durchkloppen. Ja, das sind schon wirklich Mengen, die wir hier abtragen. Wahnsinn. Ah, jetzt ist auch die Schaufel kaputt, aber wir haben noch die Diamantschaufel. Das ist sehr gut. Geht auch gleich wieder ein bisschen schneller. So. Fangen jetzt erstmal hier an. Schon mal so eine kleine Furche hier reinzumachen, dass wir wissen, wie weit wir buddeln müssen. So, so, so. Lalalala. So. Ach ja, da sind unsere ganzen Creeper explodiert. Prima. So. Das hier weiter. Alles mitnehmen. Wie so eine Maschine ist das hier. Lalalala. Also wenn dann auch die ganzen Wege und so sind und die Straßen, vielleicht noch so ein kleiner Springbrunnen und so ein Park. Also ich stelle mir das richtig cool vor.
Die einzige Sorge, die ich mir mache, die richtig große Sorge, ist die Geschichte mit der Beleuchtung. Es gibt zwar ab der Version 1.9, vorausgesetzt, man will ja dann ins End gehen und man hätte ein gutes Equipment, dass man das auch alles überlebt. Dann gibt es so eine Art neue, ja, ich nenne es mal Leuchtzäune, also auch ein neues Leuchtmittel, was so ein bisschen, ja, so eine Mischung ist zwischen Glowstone und Seelaterne, würde ich jetzt mal so ganz pauschal sagen. Das könnte man natürlich dann auch holen. Ich glaube, das kommt ein bisschen häufiger vor als die Seelaterne selber, weil, wie gesagt, diese Seelaterne, ja, da müsste ich ja wirklich, weiß ich ja gar nicht, wie viele Tempel ich da suchen müsste, um so eine Dinger herzustellen. Also ich muss da wirklich nochmal in die Minecraft-Wiki mal reingucken, wie man die herstellt nochmal ganz genau. Ob da irgendwie, ja, dass man da wirklich größere Mengen dann auch hat, weil die brauchen wir ja dann für den Bunker, da kommen wir ja nicht drum rum. Das ist für mich ein bisschen beunruhigend, finde ich. Also das ist so, ja, da brauchen wir so viel. So viele Tempel gibt es gar nicht. Und auch so einen Tempel da auseinanderzunehmen und zu demontieren, ist auch wieder sehr zeitaufwendig. Und der finde ich gerade um die Ecke hier, ne? Ich meine, wir sind ja hier irgendwie nicht in Meeresnähe, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. So. Ah. Klasse. Oh, hier brauchen wir gar nichts ruhen. Super. Ja, hier müssen wir eher noch was zumachen ein bisschen, glaube ich. Ups. Da hat aber gerade geleckt hier. Hallo. So. Hey. Was macht der denn jetzt hier? Hä? So, hatte gerade Schluck aufgehabt. So. Ja, das kann manchmal passieren. Bei der Temperatur wundert mich das nicht. So, Blümchen haben wir auch gleich mitgenommen. Und jetzt die nächste Reihe. So. Zack, zack, zack. Oh, da kommt jetzt Kies. Oh, meine Fresse hier. Seht ihr? Da ist der Andesit. Und da kommt ein schönes Treppenhaus drauf. So. Das lassen wir hier stehen. Dann mache ich erstmal mit der Erde weiter. Moment, sind wir ja gleich fertig hier. So, hier müssen wir jetzt was anderes machen. Jetzt müssen wir mal... Gut, dass wir hier Erde haben. Jetzt kann ich das hier nämlich... Quatsch. Jetzt kann ich das hier erstmal wieder auffüllen. Was unser Creeper damals da kaputt gemacht hat. Der Trottel. So. So. Und hier jetzt... Da war nochmal so ein Loch. Genau, hier war auch noch so ein Ding. Dann können wir das hier auch gleich mal wieder zumachen. So, und dann haben wir nämlich diese Aufgabe theoretisch auch schon erledigt und die erste Folge damit jetzt beendet. Ja, da haben wir doch eigentlich recht produktiv gewesen, was man an dieser Stelle ja auch schon wieder mal verkünden kann. Und es bricht auch schon wieder die Nacht ein. Also das nehmen wir jetzt noch weg und dann werde ich die Aufnahme auch mal beenden, weil es leckt mir hier schon wieder zu sehr. Und da werde ich den Rechner jetzt mal ein bisschen Pause gönnen. Mal gucken, was da schon wieder im Hintergrund alles für Updates geschehen. Oh, Kohle. Aber das nehmen wir auf jeden Fall noch weg hier. Jetzt ist sie nämlich... Ja, jetzt ist sie eh kaputt, aber das bisschen... Mein Gott, das nehme ich jetzt noch so mit. Tut der Sache ja keinen Abbruch. Sind ja nicht viele Steinchen. So. Zack. Den Rest, den Nudeln, war jetzt mit der Hacke ab. Die müsste auch bald einen Geist aufgeben. Also auch da müssten wir uns dann neue machen. So, aber wir sind fertig. Wir haben, wenn ich es jetzt richtig sehe, insgesamt, Moment, ich mache kurz eine Fackel hin. Ja, wir haben hier komplett die Linie durch. Das heißt, wir kommen jetzt auf insgesamt 12 Abstand. Hier endet der Bunker an der Stelle. Jetzt müssen wir natürlich in die Richtung auch 12 gehen. Das machen wir beim nächsten Mal. Da habe ich jetzt nicht so die Lust zu, weil es eh erstmal egal, weil wir wollen ja hier die Straße haben. Ja, hier müssen wir dann noch zubauen. Hier könnte man dann auch theoretisch wirklich zubauen. Kommt schon da erst ein Zombie angewackelt. So. Ja, da haben wir doch eine ganze Menge geschafft. Also es ging ja doch schneller, als ich dachte.
Ja, das werden wir jetzt einfach mal angleichen, weil wenn ich mir so angucke, so viel ist es ja jetzt nicht, da kann man bestimmt was Schönes draus bauen. Wenn jetzt erstmal hier die Straße da ist und hier, die, wie gesagt, der Eingang, dann ist es ja der zweite Eingang, das heißt, hier können wir komplett zumachen, auch Fenster bauen und so. Vielleicht werden wir uns da mal drum kümmern, wobei das auch immer so eine, ja, urig lange Aktion immer ist, finde ich, so immer da hochbuddeln und wieder runter. Das ist eigentlich so eine Aufgabe, die Fenster da reinkloppen, die eigentlich so monoton ist, die man auch eigentlich prima off-cam machen könnte. Vielleicht mache ich das sogar off-cam. Da bin ich echt am Überlegen, weil dann ist das fertig. Dann können wir uns wirklich nur auf den reinen Bau konzentrieren. Und das ist ja klasse. So, Leute. Das war erstmal die neue Folge. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wir haben auf jeden Fall was geschafft. Auch eine kleine Überraschung jetzt mit der Mine, wie gesagt. Da haben wir mal schon den ersten Blick reingewagt. Ja, und ich bedanke mich fürs Zuschauen und fürs Interesse und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, ciao, euer Gamegespenst.